Go! Herzlich willkommen bei unserem Let's Play Together Ticket. Diese Episodenreihe werden wir uns endlich um das Lager kümmern, nachdem jetzt der Reaktor ja steht. Und... Nur Vollidioten vor mir. ja, wir werden uns ums Lager kümmern und viel Spaß beim Zuschauen. Ja. Also auf geht's. Nachdem wir schon Brass-Ingots hergestellt. Wir könnten noch eine Leu-Fernens brauchen, oder zwei, oder drei. 15. Oder viele. Ach ne, Glas. Wisst ihr, ob wir noch Glas haben? Ach da. Ja, vielen Dank für die Infos. Ja, bitte, bitte. Dankeschön, immer wieder gern. Ach, so viel brauche ich überhaupt nicht. Naja, gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch Brass-Ingot. Was ich hier hergestellt habe, sind sogenannte Tubes. Dazu braucht man dieses Brass-Ingot-Gedöns, was wir hier haben. Es kommt in die Mitte. Rechts und links. In die Mitte kommt Glas. Und dann kann man so Pneumatic-Tubes herstellen. Wie genau die funktionieren, zeigen wir dann gleich. Ich würde sagen, wir sortieren doch besser von oben. Dann bekommt jetzt jede Kiste eine Tube, einen Anschluss. Das war doch ganz gut. Nehmen wir jetzt mal diese hier. Aki, was machst du etwa? Raum ausheben, wo die Sortiererei reinkommt dann. Ah, okay. Ja, genau, den machen wir am besten oben drüber. Siehst du meinen Namen? Helfe ich dir. Nee, ja. Und hier musst du noch was drüber machen. 4x5 breit oder sowas. Oder 4x5 breit, ne? So, ich hätte jetzt die ganze Ebene hier oben ausgehöhlt, aber okay. Nee, brauchst du nicht. Nur diese eine Reihe, wo wir wirklich sortieren. Ja, genau, da kommen wir natürlich nicht. Hübsch. So. Ach, Mist. Ich mach die Decke wieder kaputt. Hier, Blackie, guck mal her. Grab mal hier durch, also. Wo durch? Ja, hier so diese vier Blöcke, die ich da so reingeprügelt habe. Und ja, in die Richtung jetzt. Also. Oh, ein Zombie. Puh. Was ist los? Ich hab schon gedacht, der greift mich jetzt erst an. Das hier ist eine der spannenderen Aufgaben, Tubes zu verlegen. Das ist so interessant, wie uns beim Graben zuzusehen, aber nur fast. Ja, genau. Immerhin sehe ich die Decke die ganze Zeit. Ja, bis hier im Black hier habe ich jetzt mal ausgelotet. Ups, shit. Wer hat dein Loch im Boden gemacht? Ich gucke, wann die Wand kommt. Wir laufen beide synchron rein. So gut. Black hier hat ja jetzt auch Guild Wars 2. What the? Wie findest du das Spiel denn? Ich mache keine Review für Guild Wars 2, sondern wir spielen Minecraft. Ja, und aber wir müssen aber trotzdem uns über irgendwas unterhalten, oder nicht? Pseudo-Smalltalk hier, in dem mir gerade die Welt untergeht. Erzähl von dem Scheißspiel, Mann. Will ich aber nicht. Oh. Bin erst Level 9, wie gesagt, und... Du hast aber jeden Charakter schon einmal angespielt, dachte ich, oder jede Klasse. Nicht jeden. Nur bis jetzt Ingenieur, Elementarmagier, Dieb. Oh. Ah ja. Und ja. Krieger. Was für einen Eindruck macht denn das Spiel? Was für ein Eindruck? What the hell? Gefällt es dir? Fragezeichen. Ja, es macht Spaß. Ja, dann ist ja gut.
Würdest du es denn weiterempfehlen, uneingeschränkt? Allein dafür, dass es keine monatlichen Kosten hat und man es einfach immer wieder spielen kann, ja, würde ich weiterempfehlen. Leute, die sich nicht sicher sind, sollen halt warten, bis es ein bisschen günstiger ist oder in irgendeinem Angebot. Aber es ist niemals ein Fehlkauf eigentlich. Außer gefällt es MMO-Genre nicht. Weil es ist eine Open World, es hat mehr oder weniger random Events. Also Events wiederholen sich, klar. Also nicht wirklich random basieren schon. Die sind halt bei bestimmten Gegenden, kommen halt immer wieder die gleichen Events. Bis jetzt war es bei mir so. Aber ich denke mal, die werden auch einfach welche nachliefern in späteren Updates oder also Patches. Beziehungsweise, ich vermute mal, dass es wie in Guild Wars 1 ist, dass du halt Add-ons kriegst, du halt für fast Vollpreis kaufen musst. Also ganz kurz, das reicht, mehr braucht ihr nicht wegmachen. Ich denke mal, es werden die so machen wie bei Guild Wars 1 und ja, die Story weiterziehen und neue Storyteile. Jedoch ist halt direkt von Anfang an auf Level 80, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob sie tatsächlich dann das Level Cap erhöhen. Machen. Nobody knows. Wie gesagt, ja. Ich habe da auch noch nicht so viel gesehen bis jetzt. Sowohl von der Welt als auch. Ja, du hast doch gestern 20 Stunden gespielt, was hast du denn gemacht in der Zwischenzeit? Ey? Ich habe keine 20 Stunden gespielt. Eieieiei. Könntest mal Beleuchtung hier hochbringen, Becky? Oh, ganz schön. So, als nächstes brauchen wir diese Silikon-Wafer. Weiß gerade jemand das Rezept? Nein. Ich kenne mich mit diesen Maschinen überhaupt nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Genau, Sand und Kohle war's. Kohle war. Ja. So, haben wir Sand? Weiß ich nicht, vielleicht. Minimal. Oder habe ich wieder was übersehen? Wie immer, ja. Na klar. Ach, hier sind auch wieder zwei Dias drin. Ray. Jetzt ist die Kiste mit Sand voll. Plop, haben wir eine Kiste für Sand? Dann kann ich da schon mal was reinpacken, weil ich zu viel hab. Ja, weiß es nicht genau, ganz ehrlich. Ich habe nicht die Kisten aufgestellt, glaube ich. Das war Ricky. Der Herr hat auch selber ziemlich viel vergessen, glaube ich. Sand zum Beispiel. Na, wir haben ja noch ein bisschen Platz zum Nachrüsten, oder nicht? Da ist noch einiges frei, ja. Könnt ihr das mal tun? Nö. Gerade mit Schönbau beschäftigt zur Abwechslung. Da oben geht doch niemals jemand hin. Na und? Geht nirgendwo irgendwann mal jemand hin, von daher. Haben wir eine Säge? Glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Hatten wir bisher nie die Diamanten für, um sie zu kaufen, zu bauen, meine ich. Tja. Zwei Dias, zwei Sticks und zwei Holz, ne? Jackie, soll ich die hier zumachen? Nee, da wollte ich Glas hinmachen, mal zum Spaß, keine Ahnung. Wie auch immer man die baut. Die Handsäge, die baust du anders. Ich glaube. Zwei Iron, ach, okay. Und Sticky.
So. Hast du noch Kabel? Ja, massenweise. Hier ist nämlich ein Loch. Wo ist ein Loch? Hier. Oh. Hopp. Soll ich überhaupt aus Diamant bauen oder eher aus Saphir? Mach hier noch die Kohle weg, dann musst du hier noch zumachen. Mal sehen, ob das klappt. Ja, aber du kannst mit der Saphir-Säge nicht alles sägen, so wie ich das weiß. Echt? Ja, ich glaube nur die Diamantsäge ist in der Lage, alles zu klein zu knappen. Dann bauen wir so an. Die hält ja ewig, also ist ja eine recht gute Investition. Ja. Brauchen wir jetzt nicht noch Kakteen oder so Zeug? Ja, Farben. Sucht mal, ob wir Farben haben. Ansonsten treibt mal alles, was ihr finden könnt, in Farben auf und dann schauen wir mal. Die Kakteen suchen. So, Silken Wafer kommen zusammen mit Redstone. Mal testen einfach. Genau, diese Silikon-Wafer, die wir gerade hergestellt haben, kommen dann zusammen mit Redstone wieder in den Alloy-Furnace und dann bekommt man einen Red-Dot-Wafer und daraus kann man dann gleich eine schöne Maschine bauen. Dafür brauche ich Kobbel. Ja, Kobbel haben wir auch keinen, ne? Oben, glaube ich, schon. Naja, wir haben hier eine schöne Maschine. Nicht dein Ernst, das machst du nicht. Was? Kobbel in die Dinge, in Dings rein. Klar. Er tut das da. Ich hoffe, dass du aber jetzt nicht oben Kobbel rein hast und Kobbel raus hast. Kobbel rein, Kobbel raus? Was? Dass du oben ein Kobbel reingesetzt hast. Klar. Ist ein bisschen voll mittlerweile, die Kiste, aber es geht noch. So. Da ist da oben ein Kabel rein. Wieso? Wieso denn nicht? Wieso hast du die armen Kittys getötet? Haben wir Pistons, wieso? Viel wichtiger. Ich benötige eine Piston. Außer dir. Haben wir keine. Kittenmörder. Blackie hat einen Teil seiner Familie verloren, oder was? Jetzt bald. War übrigens mega schlecht. Ja. Tust da so, als ob der jetzt hier irgendwann gestorben wäre. Vielleicht ist es ja wahr. Hat sie überhaupt gemacht, dort die Vögel? Er hat mit Energy Condenser Kabel hergestellt. Ja, yes. Und? Halt nicht so clever, aber so ist er. Der ist halt so voll, nach oben zu gehen, sich da was zu holen. Eben. So sieht's aus. So, die Pisten in die Mitte. Bronze war ja nicht so wichtig, oder nur das? Weil hier bin ich mir nicht sicher, ob das so kommt. Und da drunter. Bronze wichtig? Was für eine Bronze? Der Bronze. Barren. Ja, was damit? Wichtig. Alles gut, sogar. Bronzerüstung. Mach's keine Bronzerüstung. Doch, ich baue mir gerade eine Bronzerüstung. Nein, nimm Kupfer. Ich gibt keine Kupferrüstung. Klar. Gibt keine Kupferrüstung. Echt? Eine Bronzerüstung. Aber. Einmal 36 Bronzen noch. Glänze. Ich habe weiße Flecken an meiner Rüstung. Wow. Aha. Glanz. Ja, ohne Verschwendung. Das sind weiße Flecken drauf. Wüsste, ich zeig's dir. Oder du kennst sie eigentlich schon. Ja. Das nächste Bauteil, das wir jetzt brauchen, ist ein Filter. Da brauchen wir genauso viele, wie wir sortieren wollen. Also wie viele Reihen wir hier haben. 1, 2, 3, 4, 5 Stück brauchen wir. Erstmal, ich würde sagen, dann brauchen wir noch für eine
Sortierkiste 1.